Gästen herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind zu einem wirklich besonderen Abend. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist immer, dass Sie Vorurteile abbauen. Und wir sind eine Branche, da gibt es schon relativ viele Vorurteile. Und wenn das hier dann ein bisschen hilft, dann ist das schon ein sehr großen Erfolg. Ein Vorurteil war, hey, die forschen ja nur, wenn es sich lohnt. Und ich habe bei Alzheimer festgestellt, nee, gar nicht. Die treten quasi, ich übertreibe es jetzt ein wenig, seit 100 Jahren auf der Stelle. Sie erwerben zwar immer mehr Erkenntnisse, aber es gibt immer noch keine Therapie, keine Heilung. Man kann einfach nichts dagegen tun. Aber es wird immer weiter dran geforscht. Und zwar von Menschen mit, ich würde sagen, unheilbarem Optimismus. Und das hat mich wirklich total geflasht. Was habe ich mitgenommen? Wie wichtig es ist, mit Leuten zu sprechen, die überhaupt nichts mit Pharmaforschung oder mit Pharma an sich zu tun haben. Und wie viel Interesse man bekommen kann, wenn man letztendlich einfach sich auf die entsprechenden Kanäle einlässt. Die Kampagne schlägt einfach Brücken. Also Pharma ist in unser aller Leben drin, aber normalerweise kommen wir damit gefühlt nie in Kontakt.